Howdy, ich habe mal heute H2O Meko geschaut und mir ist aufgefallen, Cam ist ja immer noch da, zweite Staffel. Ich kriege das auf, ehrlich gesagt. Das ist voll in meinen Augen voll das blöde Arschloch. Cam, wie gesagt, so ein Fiesling hier, so wie so aussieht, so ganz hinterhältiger, die gleichen Haare locken und so wie der. Das ist in meinen Augen Cam. Sagen wir, das ist Cam, okay? Halb stehen, Cam. Ich habe das gesehen. Erste Staffel ja voller Fiese gewesen. Der hat Zack aufgehetzt die ganze Zeit gegen die Melkenfrau da. Trinken zu machen, den voll böse gemacht, so irgendwie so Sith-Lord-mäßig, du bist böse, hör auf mich und so, du bist mein Schüler, ich bin dein Vater, Zack, weißt du, das war voll böse von dem und am Ende wollte er irgendwie alleine durchziehen, das war auch schon Hammer gewesen irgendwie, wo der Stab da aus der Kammer geholt worden ist, da hat er Ibi da drin gelassen, scheiß drauf, lass die in der Grotte verrotten, scheißegal mit dem Taucheranzug, er hat einen Stab gehabt, hat die drin gelassen, sagt, ich muss weg, Stab genommen, Boot gefahren, abgehauen, Ibi kann sterben, scheiß drauf. So ein Arschloch, sage ich da nur. Ich kann Ivy nicht leiden, aber trotzdem, die wäre fast gestorben in der Grotte da, in dem Wasser da. Wisst ihr, wenn der Höhle gemeint wird, der Stab drin gewesen ist. Und andere Szene dann, ganz am Ende der Staffel irgendwie, wo da in der ersten Staffel irgendwie Zack da irgendwie zur Kammer gehen wollte. Nicht Zack, sondern Cam zur Kammer gehen wollte und Zack da aufgetaucht ist. Was macht der da? Er schleudert den volle Kanne da mit dem Stab da weg, gegen die Wand und so. Zack ist danach in die Wand gesteuert worden, liegt auf dem Boden. Er hätte tot sein können, er hätte behandelt werden müssen. Er hätte, was weiß ich, Herzrasage kriegen müssen. Was macht Cam? Lässt ihn liegen, ob er lebt, scheißegal, ich gehe jetzt dahin, ich will jetzt Meermann werden. So ein Penner, kann man nur sagen, ehrlich gesagt. Da habe ich gedacht, irgendwie, erste Staffel, irgendwie Ende, der Typ ist weg, so ein Arschloch. Ne? Nein, er ist weiter dabei in der Serie, das kann nicht sein, finde ich, so einen blöden Penner da weiter drin zu lassen. Das hat mich aufgeregt. Ne? Und da denkt man irgendwie da wieder diese Schleimerei, er stand sich langsam bei... ich sag mal, bei Erik da ein bisschen ein, dann wieder bei Zack ein bisschen ein, bei den Meerjungfrauen ein. Und dann hat er die Fähigkeit bekommen, durch dieses Mondwasser da, dass er diese Wasserkräfte bekommen hat. Was macht er als erstes? Sofort böse werden wieder, Leute Streiche spielen, voll der Fiesling. Und der ist weiter dabei. Und ich fand es daneben von dem total. Wo er dann irgendwie die Kräfte, wollte alle auffliegen lassen, scheißegal, der hat seine Kräfte gehabt mit Stimmen und so. So ein Penner, sage ich jedes Mal da. Und da haben wir, finde ich, dann so gesehen, dass er später dieses doofe Arschloch mit Leila zusammenkommt. Das kann doch gar nicht sein, finde ich. Leila ist voll die Nette, voll die Liebe und so. Mit so einem Bösen zusammenzukommen. Was soll das irgendwie? Das ist so irgendwie wie Anakin Skywalker und Padme irgendwie, dass die voll den Fiesling als Freund hat und die weiß es nicht mal. Wie gesagt, ich finde Cam schrecklich. Cam ist der Bösewicht der Charakter. Der böse Charakter der Serie, nicht der Charakter der Dings, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich bin kein Cam-Fan. Cam ist Mist. Was ist eure Meinung über Cam? Ich finde Cam, wie gesagt, grauenhaft. Ihr könnt Kommentare reinschreiben. Cam ist Mist, dann mache ich Daumen nach oben. Bis später. Ciao.